Nein, Gunvor Hofmoor, wir können die Tagebücher Ihrer Freundin nicht veröffentlichen. Schreibe ich in einem mein Tagebuch, dann ist mir so leicht. Doch könnte ich bestimmt Schauspielerin werden. Es ist etwas Komisches um diese Liebe. Und zwar nicht nur zwischen Frauen und Männern, oh nein, auch zwischen Mädchen. Zwischen Mädchen? Ich hätte gerne eine feste Freundin, Lucy Contour. Was hast du, Liebling? Sag nicht, Liebling, zu mir. Sag ja nicht, Liebling, zu mir. Ich leg meine Hand an auf Mutti's Stirn. Ich segne dich, mein Kind. 16 Jahre. Kind, mit 16 Jahren, da beginnt doch erst das Leben. Ich war in Latein wackelig. Infolgedessen schaffte mir Mama eine Nachhilfe an. Eines Tages werde ich Künstlerin sein. Ich werde spielen oder schreiben. Einfach glücklich leben oder auch malen. Gutes dringt in die Menschen. Wenn wie für sie spielt im Theater mit geschminkten Lippen Geschichte erzählen. Ich will kämpfen, bis die Welt gut ist. Hey. Ich, Ruth Meier, stelle als Mensch die Frage an diese Welt, warum darf das sein? Sagt Gott, wenn es ihn gibt, diese Ohrfeige muss gesühnt sein mit Blut. Wir werden dich vermissen, dich vermissen, dich vermissen. Nummer 258? Ja, hier. Siehst du, jetzt bist du nur meine Nummer. Nein, ich bin immer noch die Judith Meier. Mama! Jetzt machen Sie es sich nicht schwerer. Leb herrlich, Dieter. Du allein bist Leben. Leb herrlich, Ruth. Sonntag, 11. Dezember. Es ist scheußlich, ein Tagebuch zu führen. Grauenhaft. Da auf der vorigen Seite steht noch, Dieter fährt morgen weg. Und heute? Das Leben könnte gut sein. Das Leben könnte gut sein. So gut. So gut. Juden, sie fahren. Hat das ein End.
norwegischen Frauen älter als 14,5 Jahren, die weg können, wird dringend geraten, in diesen Jahren einem freiwilligen Arbeitsdienstlager teilzunehmen. Das Land erwartet ihren Beitrag. Heute heulen die Deutschen wie Tiere ihren Führer an, aber später, da wird ein neuer Goethe unter ihnen sein. Hört, was Goethe sagt. Und dann wurden meine Augen geöffnet für das Heilige und die allmächtige Natur und ich umarmte all dies mit meinem pochenden Herzen. Hört doch, Freunde, die Welt ist schön. Schaut euch Norwegen an, die Fjorde, das Meer, die Berge, die Wasserfälle, der Schnee, der Himmel. Was Augen sind dunkelblau, ohne Ende tief. Niemand, den ich kenne, ist so gut wie sie. All die Tage werden hell, findest du die Liebe. Ich muss balancieren, um nicht hineinzufallen. Ich werde übermorgen in ein Krankenhaus fahren. Nun fühle ich mich wohl. Zum Schluss war es so, dass ich Mut genug hatte, um mir meine Liebe zu zeigen. Tag, an dem ich mit dir durch die Stadt laufe. Was? Das meinst du doch nicht im Ernst. Du bist mir fremd wie irgendwer. Du bist mir egal. Ganz egal. Und wie ist denn das gekommen? Ganz plötzlich? Nein. Das ist schon eine Weile her. Eine Weile? Wie meinst du das? Dann ist es jetzt vorbei? Ja. Und du meinst das ernst? Gut, dann gehen wir voneinander. Haben uns nie gekannt. Geh. Existiert außer dieser Leere, die hämmert und pocht in der Brust. Dabei ist es
Frankreich, da aß ich sehr viele Schnecken. Aßen Sie jemals Schnecken, mein Fräulein Meier? Nein, Schnecken aß ich nie, Herr Wedeland, nie. Aber ich wäre neugierig drauf. Hatte nicht mit Knoblauch, ein wahrer Gaumenschmaus. Ach, äußerst delikat, welch armes Busch. Ich meine es ernst, wirklich. Dann ist es abgemacht. Ich verzeih dir. Ich verzeih dir alles. Von nun an wird die Liebe, die ich fühle, doppelt so schmerzvoll sein. Mut, all das lebt in dir, in deinen Schriften und in deinen Bildern. Dich finden. Hoffnung, Unruh und Leid, das ist in mir. Zeuge mit nur einem Wort, welches niemals gefunden. Zeuge durch unsere Augen suchen, wie verbunden. Draußen ist Krieg. Ich habe es oft gedacht. Ich habe es nie so gefühlt wie heute. Meine Leute, alle Männer, Kamerad, alle Männer! Private Adresse? Sturgata 7, Lilleström. Derzeitige Religion? Keine. Bisherige Religion? Jüdisch, von Geburt. Familiestand? Ledig. Nationalität? Was will ich, wenn nicht das hier? Wann sind Sie nach Norwegen gekommen? 30. Und doch, ach, sag es mir, die Leere, wo kam sie her, wenn nicht gerade von dort her? Eines hellen Sommers, unsagbar tiefe Wunder. Alle männlichen Juden von 16 bis 72 Jahren. Der deutsche Reichskommissar Ter Boven hat an das Heim geschrieben und gefragt, wer hier wohnt. Vielleicht kommen sie und holen mich auch, Kisse. Ruth, du musst fliehen! Wohin soll ich fliehen? Wovor soll ich fliehen? Ruth. Ich bin Jüdin.
Ich werde bei Ihnen stehen, wie auch immer es gehen mag. Werden wir die Wildente von Ibsen sehen. Ich möchte etwas hinterlassen. Ein Dokument, dass ich da war. Ein großes, schönes Werk.